Schwestern und Brüder, ich sagte letzte Woche, dass wir heute die Fortsetzung hören. Wir sind im Matthäusevangelium, deshalb noch einmal die zwei Dinge, die ich auch letzte Woche schon sagte, weil wir ja auch gleichzeitig im Matthäusjahr sind, das mit dem ersten Advent begonnen hat und deshalb dieses Lesejahr natürlich auch geprägt sein wird von den matthäischen Texten. Matthäus hat als Zielgruppe vor Augen Judenchristen. Matthäus schreibt also sein Evangelium auf für Menschen, die jüdischen Ursprungs sind und die Jesus Christus als ihren Messias angenommen haben, die also in den Schriften des Alten Testamentes und in den Prophezeiungen der Propheten Jesus Christus erkennen. Er ist der Prophezeite. Für Matthäus bildet das den Auftrag dafür, dass er die Schriften des Ersten Testamentes auf Jesus Christus hin erschließt, dass er also mit seinem Evangelium die Kontinuität der Geschichte beschreibt. Und so hörten wir in der letzten Woche von Johannes. Er wurde uns vorgestellt und wenn man genau hingeschaut hat, hat man quasi in jedem Satz gesehen, dass Johannes so dargestellt wird und stilisiert wird wie der neue Moses. Lauter Anklänge an den Exodus, an die Befreiung aus der Knechtschaft des Volkes Israel in Ägypten hin ins gelobte Land. Heute geht noch einmal der Blick auf Johannes und doch ganz anders. Letzte Woche, Johannes weist auf Jesus hin, den Stärkeren, der nach ihm kommt, bei dem er nicht einmal wert ist, ihm die Schuhe aufzuschnüren. So große Ehrfurcht hat er vor Jesus, den er als Messias proklamiert. Heute, diese Woche, Jesus spricht über Johannes mit ähnlicher Wertschätzung. Und doch werden wir spüren, wie unterschiedlich das ist, was sie verkünden und was sie bringen. Johannes, der Rufer in der Wüste, er die Stimme in der Wüste, davon hörten wir letzte Woche, der ist nun verstummt. Im ersten Satz hören wir, er sitzt im Gefängnis. Johannes wird vom Redenden nun zum Hörenden. Das ist der zweite Satz. Er hört, was seine Jünger ihm berichten im Kerker von diesem Jesus. Und es wird ihm irgendwie bange. Was er hört von diesem Jesus, das verunsichert ihn, das macht ihn skeptisch, das lässt ihn zweifeln. Aber anders als die vielen anderen, die ja auch an Jesus und seinen Worten und seinen Taten zweifeln, lehnt Johannes Jesus nicht ab. Das werden wir gleich sehen. Wir hatten am Ende des letzten Lesejahres bei Lukas ja von diesen ganzen Geschichten gehört, rund um die schriftgelehrten Pharisäer und Sadduzäer, die Jesus auch begegneten, die ihn aber als Messias nicht annehmen konnten. Sie hatten ihr festgefügtes Bild von Jesus und von dem, was ein Messias ist und wie er zu kommen hat, und das brachten sie mit diesem Jesus nicht überein und deswegen verwarfen sie ihn in Bausch und Bogen. Noch schlimmer, sie trachteten ihm nach dem Leben und machten ihn zum Gotteslästerer. Johannes zweifelt auch. Er ist stark verunsichert, was er hört und ob das zusammenzubringen ist mit dem, was er in der Wüste verkündet hat. Aber sein Zweifel führt ihn ins Fragen. Ich habe in den letzten zwei Wochen des Adventes an den Werktagen immer wieder über das Thema Fragen gesprochen, weil ich glaube, dass das eine der adventlichsten Haltungen ohnehin ist. Und wenn wir vom Advent sprechen, dann ist das ja auch eine beispielhafte Zeit eigentlich für unser Leben. Wir üben ja im Advent Haltungen ein, die eigentlich unser Leben prägen wollen. Und die fragende Haltung ist vielleicht die wesentlichste Haltung dessen, der glauben will, dessen, der vertrauen will. Johannes
bringt seinen Zweifel zum Ausdruck in der ersten Frage: Bist du es? Er muss das fragen. Er dachte doch, Jesus käme mit Feuer. Er dachte doch, Jesus sei der, der bei den alttestamentlichen Prophezeiungen so dargestellt wurde, dass er die Spreu vom Weizen trischt. Bei ihm waren es die Verben, die letzte Woche vorkamen: scheiden, umhauen, verbrennen. Und das, was jetzt von Jesus kommt, hört sich ganz anders an. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. Bist du es? Bist du es wirklich, den ich verkündet habe und ganz anders verkündet habe? Wie bekomme ich das mit meinem Bild vom Messias überein? Meine Vorstellungen vom Messias waren so, wie es die alten Propheten auch gesagt haben: Da kommt einer und schlägt rein, haut erst einmal alles kurz und klein und dann wird Neues entstehen aus den Trümmern. Bist du es? Und es wächst durch sein Fragen in ihm eine Offenheit für das Ungewohnte. Johannes geht nicht in die Abwehr und in die Ablehnung, sondern er geht in die Tiefe seiner eigenen Fragen. Er ist offen für das, was ungewohnt und ungewöhnlich ihm nun entgegenkommt, also gegen seine Gewohnheiten, gegen die Gewohnheiten, die er seit Kindesbeinen angelernt hat, die ihm die Tradition lehrt. Aber das macht natürlich Angst. Das schürt Unsicherheit, wenn vermeintliche Gewissheiten in Frage stehen, wenn das, was bis gestern galt, in Frage gestellt wird. Johannes lässt sich ein auf seine Fragen und auf die Offenheit für Ungewohntes, die daraus ihm erwächst. Und Schwestern und Brüder, ich glaube, Fragen stehen am Anfang jedes Glaubens und jedes Vertrauens. Und diese Frage, die Johannes stellt, bist du es, sollte die Frage von jedem und jeder von uns sein. Jede und jeder sollte seinen Glauben daraufhin befragen und nach Möglichkeit mit der Offenheit für die Antwort, die da kommt, die nicht schon festgefügt im Kopf ist: Bist du es? Bist du Christus es, den ich erwarte, oder braucht es was ganz anderes? Offenheit für die Antwort, das fällt uns Menschen schwer. Denn wir meinen ja, mit unserer Frage häufig schon antizipieren, vorwegnehmen zu können, was wir denken, was die Antwort sein sollte. Aber offen zu sein, offene Fragen zu stellen und offene Antwort anzunehmen, das ist, glaube ich, die Haltung des adventlichen Menschen und des weihnachtlichen Menschen. Offenheit in der Frage zeichnet nämlich den aus, der Gott nicht reduziert auf seine eigenen Vorstellungen von dem, was Gott sein soll, oder eben ihn reduziert auf die vermeintlichen Gewissheiten. Deshalb fragt Johannes nun weiter: Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und ihm wird klar schon in der Frage: Nein, nicht auf einen anderen warten, sondern anders warten. Es geht um die Haltung des Wartens, die muss sich ändern. Nicht einen anderen erwarten, anders warten. Unser Erwarten soll ein anderes sein, ein Erwarten mit Offenheit. Offenheit für das Ungewohnte und Ungewöhnliche, Offenheit für das, was auch außerhalb unserer Komfortzone liegt. Und nun beantwortet Jesus die Fragen. Und wie er sie beantwortet, Schwestern und Brüder, das ist in Einfachheit nicht zu übertreffen, aber auch nicht in Genialität. Jesus antwortet anders, als wir häufig antworten. Er antwortet nicht mit: Ja klar bin ich es,
könnte er ja sagen. Aber es ist ihm wichtig, die Offenheit der Frage und des Fragenden aufzunehmen und selber mit Offenheit zu antworten. Entscheide selbst. Du hast die Freiheit, einzustimmen oder abzulehnen. Jesus verweist auf seine Werke und er sagt den Jüngern des Johannes, schaut hin und erzählt dann Johannes, was ihr seht und was ihr hört. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium verkündet. Und nun berichtet das Johannes. Berichtet ihm von dem, was die Erwartungen sprengt. Was mich natürlich in die Ablehnung gehen lassen könnte, dass ich sage, das kann nicht wahr sein, denn es passt ja nicht in meine Erwartungen. Aber dort, wo die Offenheit ist, dort wird Johannes es annehmen. Die Johannesjünger gehen. Und Jesus wendet sich nun der Menge zu. Und er stellt ihnen drei Fragen. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Also als ihr da in die Leere aus eurem Alltag hinausgezogen seid zu Johannes, dem Propheten, zu dem alle anderen auch gingen, was habt ihr erwartet? Ein Schilfrohr, das im Wind wankt? Habt ihr einen Populisten erwartet, der euch nach dem Mund redet, der einfach nur eure Meinungen wiederholt? Oder warum seid ihr hinausgezogen, einen Mann in feinen Kleidern zu sehen? Feine Kleider und Prunk und Äußerliches und Oberflächliches, das habt ihr in der Welt. Das habt ihr in den Palästen der Könige. Deshalb braucht ihr nicht in die Wüste ziehen. Oder seid ihr womöglich tatsächlich hinausgezogen, um einen Propheten zu sehen? Ich sage euch, ihr habt sogar mehr als einen Propheten gesehen. Ihr habt den gesehen, von dem schon im Auszug von Ägypten geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, den Engel, der deinen Weg vor dir bahnen wird. Das ist ein wörtliches Zitat aus Exodus 23. Johannes ist die Fortführung dessen, was mit der Befreiungsgeschichte des Volkes Israel bereits geschehen ist. Aber auch er ist noch nicht das Ende. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen gibt es keinen Größeren als Johannes. Jesus sagt also, Johannes ist größer als Abraham, Isaak, Jakob, David, Elia, als alle Propheten. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Selbst dieser Johannes ist ein Stäubchen im Wind, auch wenn er den Grad der Tugendhaftigkeit in unserer Welt wahrscheinlich am absolutesten erfüllt. Da wird es wohl kaum einen geben, der ihm das Wasser reicht. Aber das Eigentliche des Lebens liegt darin, das Himmelreich anzunehmen. Dieser vermeintlich Kleine, der Jesus annimmt und das, was Jesus bringt, nämlich die Offenheit für das Ungewöhnliche, der sich von der Offenheit des Gegenübers betreffen lässt, der ist deutlich größer als Johannes. Der nicht nur in der Tradition des Lebens lebt, sondern der es versteht, mit seinem Christus durch die Welt zu gehen und die Augen die Welt mit seinen liebenden Augen zu sehen, der ist größer als jeder, der einfach nur an der Welt hängt. Schwestern und Brüder, dieser dritte Advent ist die Einladung zur Offenheit, ist die Einladung, dass wir Weihnachten erwarten als das, was unsere Gewohnheiten gegen den Strich bürstet. Und vielleicht ist das ja auch so wichtig, wo Weihnachten ja so überlagert ist von Gewohnheiten, von Ritualität, wo es so wichtig ist, dass alles genauso funktioniert, wie es schon immer getan hat. Und wehe, jemand ändert etwas an der Inszenierung
dann kann es womöglich schon schwierig werden. Advent und Weihnachten wollen die Offenheit für das Ungewöhnliche fernab der so gewohnten Bahnen in uns bereiten. Das ist der Weg für den Herrn. Er will uns zum Schauen einladen. Er möchte sagen, komm und sieh. Sieh, was diese Welt bereithält und was sie im Innersten hält, und lass dich davon betreffen und formen und senden. Amen.